Wir befinden uns jetzt hier im Werk 2 von der ZF Friedrichshafen und wir sind seit heute Morgen um 4 Uhr, stehen wir an den Toren hier. Ich bin auch sehr zufrieden, dass wir jetzt mit diesem 24-Stunden-Warnstreik jetzt auch die Möglichkeit haben, nochmal besonderen Druck auf die Verhandlungen auszuüben. Und für uns als ZF ist es einfach ganz wichtig, weil wir noch nie im Streik waren. Wir stehen hier für unsere Forderung und wir erklären uns mit der ZF solidarisch. Ich stehe für die reduzierte Vollzeit. Und deswegen nehme ich hier an diesem Warnstreik teil. Ich stehe hier, weil ich 6% mehr lohnen möchte. Ich möchte, dass Kollegen, die in Teilzeit kommen und Teilzeit gehen, in die 28-Stunden-Woche, auch nachher die Möglichkeit wieder haben, in die 35-Stunden-Woche zurückzukommen. Wir sind heute hier, weil sich sonst am Verhandlungstisch nichts bewegt. Wir machen gemeinsam die ZF zu. 6%! 6%! 6%! Draußen. Wir haben niemanden durch die Tore gelassen. Wir feiern hier und fordern unsere 6% und unsere kurze Vollzeit. Es geht um eine Machtfrage, Kolleginnen und Kollegen. Es geht nicht nur um Geld, sondern um Macht. Um die sogenannte Verfügungsgewalt über die Menschen. Ohne den heutigen ganztägigen Warnstreik, nur mit den bis dato bis gestern durchgeführten Aktionen, allein damit hätten die Arbeitgeber schon die Hälfte unserer Tariferhöhung finanzieren können. Nein, haben sie nicht gemacht, weil sie weiterhin die Verfügungsgewalt über euch haben wollen. Und das können wir uns nicht gefallen lassen. Ich rufe alle Beschäftigten der Metallindustrie in der ganzen Bundesrepublik auf, mit uns zusammen solidarisch zu sein. Wir brauchen das und wir haben das Recht und wir möchten unsere Forderungen durchsetzen. Die Beschäftigten haben die Antwort gegeben und sind heute nicht zur Arbeit erschienen. Und ich gehe jetzt davon aus, dass der Arbeitgeber verstanden hat, um was es jetzt geht. Und ich erwarte jetzt ein anständiges Angebot in den nächsten Tagen.